Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Sonntagsausklang. Wir lassen es jetzt etwas ruhiger angehen, stabilisieren uns noch kurz, bevor wir uns dann wirklich auslockern, durchbewegen, dehnen, genau da dehnen, wo wir meist verkürzt sind. Mach so mit, wie es für dich okay ist, wie du dich wohlfühlst. Und wir starten sofort in einer hüftschmalen Position. Schau, dass ein Fuß zwischen den Füßen Platz hat, dass deine Knie etwas durchlässig und du kannst gerne einen Moment deine Augen schließen und dich wahrnehmen. Wie geht's dir jetzt? Was war heute den ganzen Tag so, vielleicht auch gestern? Lass die Gedanken einfach kommen und lass sie aber auch wieder gehen und konzentriere dich nur auf deinen Körper, nur auf dich. Egal, was um dich herum passiert. Spür, wie du durch die Nase einatmest. Vielleicht durch die Nase aus oder durch den Mund ausatmest. Verwurzel dich mit jedem Ausatmen ein Stück mehr mit dem Boden. Und achte auch darauf, dass deine Schultern ganz entspannt nach hinten unten fallen, deinen Nacken entspannt ist. Mit dem nächsten Ausatmen öffne dann langsam deine Augen. Komm wieder im Hier an. Atme ein, nimm beide Arme diagonal nach oben, Schultern tief. Heb deine Fersen an und versuch, die Fersen zueinander zu drücken. Versuch, die Position zu halten. Ein paar Atemzüge. Es gibt dir nochmal Stabilität und Kraft. Atme dann aus, komm ganz langsam wieder tief auf die Fersen, die Beine etwas öffnen, deine Hände jetzt schließen, deine Finger kreuzen, du darfst auch ruhig einen Moment deine Handgelenke durchbewegen, die haben es natürlich auch verdient, Nacken ist entspannt und dann lässt du deine Handflächen zum Körper zeigen und hebst eine Ferse an, hebst die andere Ferse an und versuchst ganz weich deinen Oberkörper in die Rotation mitzunehmen. Versuch locker zu lassen, auf deinen Schultergürtel, Fersen anheben und wirklich von rechts nach links pendeln. Auch hier fließt dein Atem. Ganz angenehm, oder? Bewegung in der Brustwirbelsäule. Ist wichtig für einen gesunden Rücken. Halte dich dann wieder in der Mitte. Komm langsam zur Mitte. Nimm deine Arme, kreis mit den Händen um deinen Kopf herum und wieder zurück. Beug deine Knie jetzt. Dann stehst du nämlich muskulär und dein Rücken ist aktiv. Das Ganze auch mit den Armen in die andere Richtung. Gar nicht so einfach, oder? Dann kommst du ganz langsam wieder zurück zur Mitte. Löse deine Arme, schüttel sie ruhig nach außen aus. Deinen Nacken auch entspannen, das ist wichtig. Wenn du möchtest, kreist du deine Schultern. Und jetzt kommst du einfach auf ein Bein. Nimm mal das rechte, ich mache spiegelbildlich zu dir. Und dein linkes hebst du an und schwingst nach vorne. Arme gegen gleich, du kannst dich auch irgendwo festhalten, wenn du möchtest. Hüftgelenk mobilisieren. Und dann löst du, kommst zur Mitte, wechselst einen Moment, kreist nochmal, kommst auf dein linkes Bein und dein rechtes schwingt entspannt vor, zurück.
Nochmal und zur Mitte zurückkommen. Füße nochmal aufstellen, locker lassen. Dreh dich noch einmal nach rechts und schau, dass jetzt deine Fußspitzen in eine Richtung zeigen. Hüftbreit geöffnet. Atme ein und jetzt zieh die Daumen zurück. Vorne beugen, hinten strecken. Becken parallel nach vorne ausrichten. Einatmen und klapp, rück deine Handgelenke um. Atme aus. Beug jetzt dein hinteres Knie und nimm die kleinen Finger in Richtung Decke. Mach dich ganz rund. Nochmal einatmen. Aufrichten, vordere Linie aufdehnen. Die Rückenlinie mit dem Ausatmen. Deinem Tempo. Wieder zur Mitte zurück, richte dich auf, in der Mitte einen Moment bleiben, Schultern tief und dann wechselst du zur anderen Seite. Beide Fußspitzen in eine Richtung, hinteres Knie strecken, vorne beugen, einatmen und ausatmen, Ferse heben, rund werden. Gleich nochmal ein. Mal. Letztes Mal noch ein, aus und wieder zur Mitte zurück. Richte dich auf ganz weit, beug deine Knie und jetzt stütz dich noch mal mit einer Hand auf und Bauch nach innen ziehen. Und werde ganz rund. Stell dir vor, du hängst dich hier über einen riesigen Ball. Spür die Zwischenrippenfaszien. Komm zur Mitte und wechsel zur anderen Seite. Rund. Und nochmal hoch. Und jetzt kannst du locker lassen. Rund. Dich langziehen. Rund. Fallen lassen. Langziehen. Spannung im Bauch. Ganz locker. Letztes Mal noch. Rund. Aufrichten. Die Arme zurückreißen. Mit der Brust. Schau mal, ich zeig's dir seitlich. Tauchst du nach vorne ein. Rundest dich auf. Hoch. Arme großen Kreis zurück. Aufdehnen, eintauchen, rund nach oben rollen, einatmen. Darfst auch die Knie strecken, wenn du willst jetzt. Und die Knie strecken, wenn es dir angenehm ist. Vordere Linie nochmal dehnen. Letztes Mal noch. Ein. Zurück, eintauchen, rund werden und zur Mitte kommen, locker lassen, schütteln. Während du so schüttelst, kannst du dann einmal nach unten kommen auf die Knie und dich erstmal hinsetzen, sodass du dich einhängen kannst in deine Unterschenkel. Atme aus. Mach deinen unteren Rücken so richtig rund. Atme ein. Richte dich auf. Die Wirbelsäule bewegen, den Beckenboden durchbluten. Wenn du ausatmest, rund wirst. Einatmest, dich aufrichtest.
Nochmal. Und ein letztes Mal noch. Und jetzt wirst du rund. Roll dich ab in die Rückenlage. Am besten Oberschenkel fassen. Runterrollen. Ganz klein werden. Ganz leicht unterhalb deines Knies fassen und ganz leicht ranziehen und lösen. Die Faszie im unteren Rücken. Geschmeidig. Mach mal weiter. Geschmeidig machen. Das ist auch eine Bewegung, die du in der Früh gleich im Bett machen kannst, um deinen Rücken zu entlasten. Du kannst auch mal ganz klein liegen bleiben, so 2 Minuten lang dich aufdehnen. Wenn du öfters am Tag mit dem unteren Rücken so ein bisschen zu tun hast, mach das. Probier es mal aus. Jetzt halte, schieb die Fersen nach oben. Du kannst auch die Knie gebeugt lassen. Vielleicht kannst du sie auch strecken. Fußspitzen anziehen, vielleicht kannst du auch die Unterschenkel fassen und dein Gesäß ein bisschen anheben. Muss nicht. Fußspitzen. Dehnung in der Rückenlinie spüren. Kinn ein bisschen zur Brust ziehen, aber lass den Kopf ruhig liegen. Beug deine Knie, sehr schön. Leg jetzt deine Unterschenkel in deine Hände. Öffne deine Beine, ich komme mal so ein bisschen schräg zu dir. Denn jetzt lass die Knierücke beugt. Leg die Beine schön in die Hände und lass dich ganz leicht von rechts nach links hier hin und her schwenken. Massiere den Rücken. Dehn die Innenseiten. Ganz langsam zur Mitte kommen, Beine vorsichtig schließen, ich drehe mich wieder zu dir. Rechts stellst du jetzt auf, links streckst du dein Bein aus und deinen rechten Fuß, den drückst du in den Boden, sodass du dein Becken ganz leicht auf die rechte Seite holen kannst. Arme seit und dein Knie anheben und nach links rüberziehen. Kopf schaut nach rechts, achte darauf, dass die Schulter unten bleibt. Mit dem Knie, dann kannst du machen, was du willst. Ein bisschen höher oder tiefer. Ruhig ausprobieren, welche Stellung für dich ganz besonders angenehm ist. Und mit jedem Ausatmen lässt du dich ein Stück tiefer sinken. Nächstes Ausatmen und ziehst das Bein wieder zurück, Becken mittig, ausstrecken, hineinspüren. Es hat sich verändert. Fühlst du dich jetzt unterschiedlich lang? Deinen linken Fuß aufstellen, nach links schieben dein Becken, Knie anheben und auf die rechte Seite. Auch hier höher oder tiefer, einfach hineinspüren. Lass die Schultern am Boden, Kopf vielleicht zur Gegenseite, kannst auch ein bisschen federn.
Und mit dem Ausatmen vorsichtig wieder zurück, Fuß aufstellen, Becken in die Mitte holen. Einen Moment liegen bleiben, rück deine Arme neben deinen Körper. Jetzt lass ganz locker dich hier liegen, schließ rück deine Augen, spür, wie du jetzt so da liegst. Entspannt, hoffe ich. Dein Rücken auch entspannt. Dein Schultergürtel locker. Wenn dann nämlich alles locker ist, dann ziehst du jetzt deine Fußspitzen an Richtung Decke. Fersen bleiben am Punkt und du lässt nur die Fußspitzen ganz leicht vor- und zurück bewegen. Und dann müsstest du spüren, wie eine Bewegung bis rauf in die Halswirbelsäule stattfindet. Also du so ein ganz leichtes Nicken hast. Ganz leicht vor- und zurück nicken. Den ganzen Körper durchrütteln. Löse langsam und spür nach. Wenn du jetzt Lust hast, einfach liegen zu bleiben, dann kannst du das natürlich gern machen. Dann bleib jetzt einfach liegen und entspann dich. Bleib so lange liegen, wie du möchtest. Wenn du Lust hast, dich wieder zu bewegen, dann fang mit den Fingern und den Zehen an, dich ein bisschen zu bewegen. Ruck die Arme gähnen. Richtig mitnehmen, den ganzen Körper. In alle Richtungen aufdehnen. Ruck dann auch die Füße wieder nacheinander aufstellen und dich ganz rüber auf eine Seite kippen lassen. Einfach einen Moment ganz klein liegen bleiben. Dich dann höher drücken, eins weiter nach oben, bis der Kreislauf mit dabei ist. Locker dich aus. Komm, eins weiter. Noch nicht aufstehen. Erstmal einen Fuß aufsetzen, Hände auf den Boden. Zweiten Fuß stütze dich auf die Oberschenkel und nimm die Beine in die Grätsche, sodass du jetzt in einer Grätsche hier stehst. Ruhig den Rücken durchbewegen. Hoch, tief, rechts, links. Alle Richtungen, dann den Rücken gerade halten. Stopp, schau mal zu mir. Einen Arm nach vorne und den lässt du jetzt pendeln, ganz locker. Lass ihn wirklich schwingen, indem du mit deinen Beinen die Bewegung bestimmst. Aus der Schulter, locker hin und her. Wechseln, andere Seite. Aus der Schulter oder aus der Beinbewegung deine Schulter ganz locker lassen. Ist der Rücken gerade? Gut. Dann kommst du zur Mitte, stütz dich auf, Füße hüftbreit. Bauchnabel nach innen ziehen, jetzt mach dich ganz rund. Und jetzt lässt du die Arme beide mal vorsichtig hängen und schüttelst den ganzen Oberkörper. Rück deinen Kopf auch auslockern, lass ihn hängen. Aufstützen auf die Oberschenkel, Rücken gerade. Und ganz gerade nach oben kommen, zum Stehen. Sehr schön. Jetzt kannst du nämlich noch dein rechtes Bein Fußgelenk schütteln, Knie, Hüfte, bis der ganze Fuß, das ganze Bein schüttelt, raus aus der Hüfte. Mal lösen, kurz vergleichen, fühlt sich immer gleich anders an, finde ich. Und dann die andere Seite, Fußgelenk beginnt, Knie, Hüfte, einfach so weg, lockern.
zur Mitte kommen, nachspüren, lösen. Ich hoffe, dir geht's gut jetzt. Streck dich nochmal lang, und zwar räkelst du dich. Vielleicht gibt es irgendwo eine Stelle, wo du dich hinbewegen möchtest. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich natürlich, wenn du Gefällt mir drückst, einen netten Kommentar hinterlässt. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit zu unterstützen. Dankeschön. Der Link ist unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Da, wenn du draufklickst, kannst du mich mit monatlich, was du Lust hast, 2,50, 5 Euro, 10, 20, was es dir wert ist, unterstützen. Locker dich nochmal aus. Danke auf jeden Fall. Kann man auch jederzeit verändern. Schütteln, rütteln und hoffentlich wohlfühlen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super. Vielleicht magst du das Video auch an jemanden weiterschicken, dem es auch gut tun könnte. Du kannst auch mal auf meinem YouTube-Kanal in die Playlist aktive Entspannung, Atmung, Resilienz reinschauen. Da gibt es noch viele andere Videos zum Thema Entspannen, Runterkommen. Also schau einfach mal rein. Wenn du magst, sei natürlich ganz einfach beim nächsten Mal dabei. Abonnier meinen Kanal kostenfrei oder bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.